Herr Streuner. Oder die wahre Geschichte der zwei Stühlen. Wie gewohnt ging ich in aller Herrgottsfrühe raus, um eine Zigarette zu rauchen. Da fing ganz plötzlich eine Katze mich wie wild anzufauchen. Erst versuchte ich es zu ignorieren, aber sie sagte ganz plötzlich: Du, hör auf zu rauchen! Nur Schaden tut es dir und denen, die dich brauchen. Okay, fragte ich mich ganz verdutzt. Was war denn das? Hat die Katze gerade etwas zu mir gesagt? Oder habe ich etwa aus Versehen Gras in meinem Tabak erwischt und nicht gesehen? Ich fing an, der Katze zu antworten. Und prompt kamen wieder Worte, sogar ganze Sätze aus ihrem Maul. Okay, dachte ich mir. An dieser Sache ist doch etwas faul. Aber da ich mich gerade in einer sehr labilen Lage befand, fing ich ernsthaft mit der Katze zu diskutieren an. So ein Blödsinn. Sie sagte, probiere es mal mit Kaugummi oder einen Zahnstocher zwischen den Lippen, anstatt immer diesen stinkenden Kippen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich gerade am Aufhören war, doch dies war einige Wochen zuvor. Und sie so, ganz Ohr, ach ja, was ist denn passiert? Tja, offenbar hat sie's wohl interessiert. Daraufhin erklärte ich ihr meine Situation. Natürlich versuchte ich auch ein wenig ihre Anteilnahme zu erschleichen, da mir das die letzten Wochen einfach gefehlt hat. Sie kam etwas näher und schien mir zutraulicher zu werden. Trotz all dem Mitgefühl, den sie für mich aufbrachte, wollte sie mir erklären, dass das Leben weiterginge. Und ich alles in der Hand habe, ist das meine Gabe. Als die erste Zigarette schon beim Filter war, quatschten wir weiter. Oder vielleicht ich mit mir selbst? Komisch kam mir das alles vor. Sowas passierte mir nie zuvor. Weil es kalt und kühl war und ich nur im Morgenmantel und Schlappen draußen stand, dürfte es mir nach der zweiten, das wollte ich sicher nicht bestreiten, zugegebenerweise fand ich diesen Dialog doch recht amüsant. Ich fing mit der linken Hand, dort hatte ich etwas Tabak, und in der rechten das Papier, schwer debattierend noch eine zu drehen, ohne dabei hinzusehen. Ganz plötzlich sagte sie etwas, das mich bis heute nicht loslassen kann. Das Leben besteht aus zwei Stühlen. Der erste ist die Geburt. Und der zweite der Tod. Und unser einer stehen dazwischen, ob Mensch oder Tier, das ist egal. Wow, phänomenal. Dies ist unser aller Aufgabe. Den Abstand der Stühle haben wir zwar nicht selbst in der Hand, aber wir müssen das Beste draus machen. Und wieder dachte ich, könnten es denn die Tabletten sein, die einen Streich mit mir treiben, verliere ich langsam den Verstand. An dieser Stelle verbeugte sie sich höflich und verschwand. Da war ich also, mit mir selbst redend im Park, musste mich besinnen. Von nun an werde ich nicht mehr weglaufen, sondern versuchen, wieder ins Leben zu finden. Veränderung bringt oft etwas Gutes bei, wie meine Großmutter mir zu sagen vermag. Auch wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht.